Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns, dass du dich eingeschaltet hast. Es ist wirklich so schön, dass du mit dabei bist. Wir möchten mit dieser Sendung wirklich dich ermutigen, dich aus dem ganzen Corona-Stress rausholen und wirklich auf die andere Seite bringen, wo wirklich Gutes geschieht, auch im Glauben. Wir möchten beten für die Situationen, die gerade sind, die nicht einfach sind. Wir möchten für dich beten. Du kannst deine Gebetsanliegen abgeben bei uns oder einsenden. Wir möchten auch wirklich das sagen, was Gott in dieser Zeit so richtig Gutes tut und dir Tipps geben. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. gebet@missionswerk.de oder im Chat oder per Telefon bis um 13 Uhr sind wir für dich geschaltet. Allerdings machen wir keine Seelsorgegespräche, nur für deine Gebetsanliegen ist diese Zeit gedacht. Wir wollen in dieser Sendung ermutigen und dir wirklich nahe bringen, was Gott für dich tun kann, auch in dieser Zeit, dass er dir alles geben kann, was du gerade jetzt brauchst. In Philipper 4, Vers 19, da steht: Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir wissen dürfen, dass wir alles, was wir zum Leben brauchen, zur Verfügung haben durch Jesus Christus. Ja, du sagst, das hört sich alles ganz einfach an. Die in Karlsruhe, bei denen geht's halt gut und mir geht's so schlecht. Ja, es ist momentan alles, fast alles, richtig durcheinander gekommen. So viele haben keine Arbeit derzeit. So viele sind in Existenznöten, schweres Wort. Aber es gibt eine Alternative. Wir dürfen wirklich mal wieder den Glauben rausholen und an das glauben, was wir nicht sehen. Und Gott hat für uns wirklich alles getan. Durch Jesus Christus, er hat für uns alles bereitgelegt. Der Tisch ist bereitgelegt. Wir dürfen zugreifen. Du sagst, wie macht man das? Ich kann doch nicht einfach zugreifen und dann habe ich meine fehlenden 100 Euro. Ich sage dir ein Beispiel. Wir waren in Südafrika eingeladen, zu dienen in einer Kirche und wurden bei einem ganz reichen Menschen einquartiert, eine Familie, die eine große Firma leitet, und hatten da eine kleine Wohnung bekommen zum Übernachten. Und die Frau sagte zu uns: Morgen früh holt einfach alles aus dem Kühlschrank, was ihr zum Frühstück braucht. Wie wir Deutsche halt sind, wir kommen zum Frühstück, sitzen hin und warten und warten, und dann endlich kommt die Frau. Und ich sage: Warum bedient ihr euch nicht? Ich habe euch doch gesagt, bedient euch im Kühlschrank, es ist alles drin. Und wir, dürfen wir, sollen wir, ach, das haben wir noch nie gemacht. Selber mag man ja das auch nicht, wenn der Besuch kommt und der Kühlschrank aufmacht. Und wir durften, ja, wir mussten regelrecht uns dort bedienen, damit wir was zu essen bekommen haben. Und so ähnlich machen wir es aber auch im Glauben. Es ist so viel für uns bereit. Jetzt ist die Zeit, wo wir hingehen dürfen im Gebet. Herr, du siehst meine Lage. Du siehst mein Nichts gerade. Du siehst meine Stelle, die auf dem Spiel steht oder die irgendwo vielleicht gar nicht mehr da ist und so weiter und so fort. Ich sage dir, im Glauben greife zu, und wir wollen jetzt gerade für deine Situation beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden jetzt kennst, der hier zuhört, zuschaut, und ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden kennst, der gerade in finanzieller Not ist, in Existenznot, der sich Sorgen macht, wie geht es weiter, der eine riesen Gedankenburg hat, wie das alles werden könnte, wenn es noch schlechter wird. Und ich danke dir dafür, Herr, du hast Lösungen, wo wir keine mehr haben. Du hast Dinge, wo wir nichts mehr zur Verfügung haben. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns die neuen Wege zeigst, Herr, die du für uns hast, die neuen Möglichkeiten. Und Herr, dass du wirklich jedem begegnest, ganz besonders der Angst begegnest. Danke, Herr, dass die Angst auch besiegt ist. Herr,
Danke, dass es eine Zeit ist, wo wir wieder auf dich vertrauen dürfen und die Hilfe von dir erwarten dürfen. Danke, Herr. Amen. Und was uns auch ganz besonders am Herzen liegt in dieser Situation, sind die Menschen, die jetzt für andere da sind. Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Und für diese Menschen möchten wir einfach auch beten. Wir haben auch im Bekanntenkreis Menschen, die in solchen Einrichtungen arbeiten und die in einer Unsicherheit sind, ob sie angesteckt werden oder wie es weitergeht, die an die Grenzen ihrer Kräfte kommen. Und für diese Menschen wollen wir einfach beten jetzt. Danke, Jesus, dass wir dir ganz besonders jetzt auch diese Menschen anbefehlen dürfen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, die am Ende ihrer Kräfte sind und die nicht wissen, wie es weitergeht, wie Abhilfe kommt, wie Abhilfe geschafft wird. Danke, Jesus, dass du genau diese Menschen stärkst und dass du ihre Herzen siehst, wo sie sich aufopfern für andere Menschen. Danke, Jesus, dass du mit ihnen bist, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Weisheit gibst, mit den Situationen umzugehen und dass du ihnen ganz nahe bist. Und ganz besonders wollen wir deinen Schutz über ihnen erflehen. Danke, dass sie geschützt sind, dass du sie bedeckst mit deinem Blut und umhüllst mit einer feurigen Mauer, dass kein Virus ihnen irgendetwas anhaben kann. Danke, Jesus, für diese wunderbaren Menschen, dass du sie segnest. Amen. Ja, schreib uns einfach deine Anliegen. Da, wo du Hilfe brauchst, da wollen wir gerne auch für dich beten. Ruf jetzt an, die Info sind eingeblendet und da kannst du uns deine Gebetsanliegen mitteilen. Ja, und auch aktuelle Gebetsanliegen oder Gebetserhörungen haben wir mitgebracht. Ich möchte euch da zwei vorlesen. Die haben wir bekommen von Menschen, die Gottes Hilfe erfahren haben. Und da schreibt uns jemand: Ich hatte im September 2019 Schulden. Außer Gott habe ich niemandem davon erzählt. Ich füllte eine Gebetskarte aus und schickte sie an euch. Ein paar Tage später erhielt ich von meiner Oma einen Geldsegen. Ich war total überrascht und zugleich Gott so dankbar. Nur Gott kannte meine Not und er hat mich davon befreit. Gott, dir sei alle Ehre. Und das ist doch wunderbar, wenn Gott wirklich eingreift und man das so erfahren darf. Und eine weitere Gebetserhörung. Im Januar habe ich sie um Gebet angefragt für die Rechnungsprobleme mit dem Telekom-Anbieter. Heute konnte ich die langwierige Angelegenheit in beidseitigem gutem Einvernehmen abgeschlossen werden. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Gott hat die ganze Angelegenheit in seinen guten, weisen Händen gehabt und geführt. Der ganze Kampf hat mein Vertrauen in ihn gestärkt. Ich habe auch um Weisheit gebeten, zum Leben in allen Bereichen. Ich staune immer wieder, wie gut und weise er mich im Alltag führt, mir Eingebungen schenkt und mich über Bitten und Verstehen versorgt. Und auch dafür wollen wir beten, wenn du Versorgung brauchst. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Menschen siehst, die jetzt deine Versorgung brauchen, die in Nöten sind, die in Mangel sind. Und wir danken dir einfach, dass du eingreifst, dass du sie kennst und dass du sie siehst und dass wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen dürfen. Amen. Ja, wie wunderbar ist es, was Gott tut. Wir würden gerne wissen, was er bei dir tut oder getan hat. Lass es uns wissen über gebet@missionswerk.de oder über die anderen Kanäle. Lass einfach uns wissen, was Gott gerade jetzt bei dir Gutes tut, auch in dieser Zeit Gutes tut. Wir wollen es anderen weitersagen und anderen berichten. Lass es uns wissen. Ja, Gott ist immer noch derselbe und er hilft auch dir und er kann in jeder Situation eingreifen und wir sind wirklich gespannt, was Gott jetzt tut in dieser Zeit. Gott ist ein Gott, der Wunder tut und Gott ist ein Gott, der hilft und das werden wir auch erfahren und wir freuen uns auf eure Gebetserhörungen und auf eure Zeugnisse. Ja, und jetzt der Tipp des Tages. Ich möchte dir raten, schau nicht den ganzen Tag in die Zeitung und zieh dir die ganzen Horrormeldungen rein, sondern schau
eine Sendung an, Informationssendung. Es ist wichtig, dass wir informiert sind, aber dann mach wirklich Dinge, die dir Freude machen. Mach wirklich etwas, das dich aufbaut und nicht nur das ganze Chaos. Ja, es ist wunderbar, dass du heute wieder dabei warst. Wirklich schön. Und wie schnell gehen 12 Minuten rum? Wir sind morgen wieder für dich da und ich möchte dir einen Rat geben. Wir haben einen Gebetsleitfaden entwickelt. Den kannst du gerne kostenlos haben. Melde dich über unsere Kontaktmöglichkeiten. Nenn uns deine Adresse. Wir schicken dir ihn gerne kostenlos zu und werden dir bei einem Gebetsanliegen, wenn wir deine Adresse haben, auch gerne noch einen persönlichen Brief schreiben. Lass es uns einfach wissen. Ja, lass uns auch wissen, wie dir diese Sendung gefällt. Gib uns Feedback und das ist wirklich wunderbar, wie gesagt, dass du heute mit uns dabei bist. Ja, tschüss, bis morgen. Alles Gute, der Herr segne dich.